Grüezi. Viele Leute sind ja mittlerweile tätowiert und ein beliebter Trend ist es, ja, sich die Namen und oder Geburtsdaten der Kinder beispielsweise irgendwohin zu tätowieren. Ich frage mich da immer, wenn die Leute da so vergesslich sind, wäre es nicht besser, die Kinder zu beschriften? Die Mutter schrieb, sie habe den Vater nicht mehr um Geld bitten können, denn es sei jetzt von dem Reichtuch, den sie seinerzeit für den Kupferberg bekommen hätten, nicht mehr viel übrig. Das Geld sei für den Ankauf von Storborg und seither für alle die Waren und für die vielen Reisen aufgegangen. Nun müsse er versuchen, sich das Geld für die Reise diesmal selbst zu beschaffen, denn das Geld, das jetzt noch da sein müssten, seine Geschwister bekommen. Die dürften nicht ganz leer ausgehen. Glückliche Reise und herzliche Grüße. Kein Geld. Eläsius selbst hatte nicht genug Geld für die Reise. Er hatte seine Ladenkasse umgekehrt, aber nicht viel darum gefunden. Ach, wie dumm war er gewesen. Er hatte erst neulich seinem Lieferanten in Bergen einen Geldbrief geschickt und einige Rechnungen bezahlt. Das hätte warten können. Natürlich war er auch allzu sorglos von ihm gewesen, sich auf den Weg zu machen, ohne vorher den Brief zu öffnen. Da hätte er sich die Wagenfahrt ins Dorf mit seinem elenden Koffer sparen können. Jetzt stand er da. Der Vater kam vom Schmied zurück mit wohlgelungener Besorgung. Jensine wollte morgen mit ihm kommen. Seht, Jensine war durchaus nicht querköpfig gewesen und hatte sich nicht lange bitten lassen. Sie hatte sofort begriffen, dass man auf Selandra eine Hilfe für die Sommerarbeit brauchte, und hatte nichts dagegen, wiederzukommen. Wieder ein glatter Bescheid. Während der Vater zählt, denkt Eläsius über seine eigenen Angelegenheiten nach. Er zeigt dem Vater den Koffer des Amerikaners und sagt, ich wäre froh, wenn ich da stünde, wo dieser Koffer hergekommen ist. Der Vater erwidert, ja, das wäre noch nicht das Schlimmste. Am nächsten Morgen macht sich der Vater zur Heimfahrt bereit. Er frühstückt, spannt an und fährt beim Schmied vor, um Jensine und ihre Truhe abzuholen. Eläsius sieht ihnen lange nach und als der Wagen im Wald verschwunden ist, bezahlt er in der Herberge und gibt wieder ein Trinkgeld. »Lass meinen Koffer da stehen, bis ich zurückkomme«, sagt er zu Kathrine und geht fort. Wo geht Eläsius hin? Er hat nur einen Ort, wo er hingehen kann. Er dreht um, er muss in sein Heim zurückkehren. Er nimmt den Weg hinauf unter die Füße und gibt sich die Mühe, dem Vater und Jensine so nahe als möglich zu bleiben, ohne von ihnen gesehen zu werden. Er geht und geht und jetzt fängt er wirklich an, jeden einzelnen Ödlandbauern zu beneiden. Es ist schade um Eläsius. Er ist vom Leben so verdreht worden. Betreibt er denn nicht auf Storborg einen Kaufladen? Jawohl, aber doch, Herr zu sein, das will doch gar nichts heißen. Er macht zu viele vergnügliche Reisen, um Geschäftsverbindungen anzuknüpfen. Die kosten zu viel. Er reist nicht billig. Nicht nur nicht kleinlich sein, sagt Eläsius und gibt 20 Öre Trinkgeld, wo 10 auch genug wären. Diesen flotten Herrn kann sein Geschäft nicht erhalten. Er braucht Zuschuss von zu Hause. Jetzt erntet man auf Storborg Kartoffeln, Heu und Korn für den Haushalt, aber der Belag aufs Brot muss von Selandra kommen. Ist das alles? Sievert muss alle Waren umsonst von der Küste herauffahren? Ist das alles? Die Mutter muss ihm vom Vater das Geld zu den Reisen verschaffen? Ist das jetzt alles? Das Schlimmste kommt noch. Eläsius betreibt sein Geschäft wie ein Narr. Er fühlt sich so geschmeichelt, wenn die Leute aus dem Dorf zu ihm heraufkommen, um einzukaufen, dass er ihnen gern auf Borg gibt. Und als das einmal bekannt wird, kommen mehr und immer mehr und kaufen auf Borg. Eläsius ist entgegenkommend und borgt. Sein Laden wird leer und füllt sich wieder. Das alles kostet Geld. Wer bezahlt? Der Vater. Im Anfang war die Mutter eine gläubige Fürsprecherin. Eläsius sei der helle Kopf in der Familie, man müsse ihm ordentlich vorwärts helfen. Bedenke nur, wie billig er Storborg bekommen hat und wie er gleich haarscharf sagte, was er dafür geben wolle. Wenn der Vater meinte, Eläsius Geschäft sei allmählich die reine Komödie, so erwiderte seine Mutter, was ist das für ein Geschwätz? Und sie gebrauchte so deutliche Redensarten, dass es war,
als sei der gute Isaac Elesius gegenüber doch gar zu familiär geworden. Seht, die Mutter selbst war weg gewesen und hatte Reisen gemacht. Sie begriff, dass Elesius hier im Ödland nicht recht gedeihen konnte. Er war an feinere Sitten gewöhnt, hatte sich in allerlei Gesellschaftskreisen bewegt und hier fehlten ihm Ebenbürtige. Allerdings, er borgte armen Leuten zu viel. Aber das tat Elesius nicht aus Bosheit, um seine Eltern zu ruinieren. Er tat es aus guter und vornehmer Veranlagung. Er hatte den Drang, den Leuten, die unter ihm standen, zu helfen. Du liebe Zeit, er war der einzige Mensch im Ödland mit einem weißen Taschentuch, das fortwährend gewaschen werden musste. Während sich die Leute vertrauensvoll an ihn wandten und um Kredit baten und er hätte Nein gesagt, so hätte das missverstanden werden können. Als sei er nicht der ausgezeichnete Mensch, für den er galt. Außerdem hatte er auch Pflichten als der Städter und das Genie unter den Bewohnern des Ödlands. Dies alles zog die Mutter wohl in Betracht. Aber der Vater, der davon keinen Deut begriff, öffnete ihr eines Tages die Augen und Ohren und sagte, sieh her, das ist jetzt der Rest von dem Geld für das Kupferbergwerk. So, so, sagte sie, und wo ist denn das andere hingekommen? Das hat alles Elesius bekommen. Da schlug sie die Hände zusammen und rief, dann soll er endlich einmal seinen Verstand gebrauchen. Armer Elesius, er ist zerfahren und verpfuscht. Er hätte Ödlandbauer bleiben sollen. Jetzt ist er ein Mensch, der Buchstaben zu schreiben gelernt hat. Er hat keinen Unternehmensgeist, keine Tiefe. Aber ein kohlschwarzer Teufelskerl ist er auch nicht. Er ist nicht verliebt und nicht ehrgeizig. Er ist eigentlich gar nichts. Nicht einmal ein großer Übeltäter. Der junge Mann hatte etwas Unglückliches, etwas Verurteiltes an sich. Wie wenn er in seinem Inneren Schaden genommen hätte. Der gute Bezirksingenieur aus der Stadt hätte ihn lieber in seiner Jugend nicht entdecken, ihn nicht mit zu sich nehmen und nicht etwas aus ihm machen wollen sollen. Da wurden dem Kinde die Wurzeln abgerissen und es fuhr schlecht dabei. Alles, was er jetzt vornimmt, lässt einen Schaden bei ihm erkennen, etwas Dunkles auf hellem Grunde. Elesius geht und geht. Die beiden auf dem Wagen sind an Storborg vorbeigefahren. Elesius macht einen Bogen darum herum und wandert auch an Storborg vorbei. Was sollte er daheim in seinem Kaufladen? Die zwei auf dem Wagen kamen mit Anbruch der Nacht auf Selandra an. Elesius ist ihnen dicht auf den Fersen. Er sieht, dass Sievert auf dem Hofplatz herauskommt und verwundert Jensine betrachtet. Die beiden geben einander die Hand und lachen ein wenig. Dann nimmt Sievert das Pferd am Zügel und führt es in den Stall. Jetzt wagt sich auch Elesius hervor. Er, der Stolz der Familie, wagt sich hervor. Er geht nicht. Er schleicht. Er trifft Sievert im Stall. Ich bin's nur, sagt er. Was? Du bist auch da? Ruft Sievert und ist vom Neuen verwundert. Die beiden Brüder reden leise miteinander. Es handelt sich darum, ob Sievert wohl die Mutter dazu bringen kann, Geld herbeizuschaffen. Eine Rettung, Reisegeld. So wie jetzt könne es nicht weitergehen. Elesius habe es jetzt satt, er habe schon oft daran gedacht und heute Nacht soll es nun geschehen. Eine lange Reise, Amerika, jetzt in dieser Nacht noch. Amerika, sagt Sievert laut. Psst, ich habe schon oft daran gedacht, jetzt musst du die Mutter dazu bringen. Es geht nicht so weiter, ich habe schon oft daran gedacht, aber Amerika, sagt Sievert, nein, das darfst du nicht tun. Unbedingt, ich gehe auf die Stelle wieder zurück, ich erreiche das Postschiff noch. Du wirst doch wohl vorher etwas essen. Ich bin nicht hungrig. Willst du nicht ein wenig schlafen? Nein. Sievert will seinem Bruder wohl und sucht ihn zurückzuhalten. Allein Elesius ist standhaft, zum ersten Mal standhaft. Sievert ist ganz verwirrt. Zuerst, als er Jensine sah, war ihm schon ein wenig sonderbar zumut geworden. Und nun will Elesius das Ödland vollständig verlassen, sozusagen diese Welt verlassen. »Was willst du mit Storborg anfangen?« fragte er. »Andresen kann es haben«, antwortete Elesius. »Andresen kann es haben? Wieso denn? Bekommt er denn nicht Leopoldine? Das weiß ich nicht. Das kann doch wohl kaum sein.« Sie reden und reden immer leiser weiter. Sievert meint, es wäre am besten, wenn der Vater selbst herauskäme, sodass Elesius mit ihm reden könnte. »Aber nein«, flüstert Elesius zurück, »nein, das könne er nicht. Er hat noch nie vermocht, Gefahren von solcher Art ins Gesicht zu schauen.« »Er hat stets einen Vermittler nötig gehabt«, sagt Sievert. »Du weißt ja, wie die Mutter ist.
Mit ihr kommst du nicht weiter vor lauter Tränen und Zuständen. Sie darf's nicht wissen. Nein, sagte Lesius, sie darf es nicht wissen.